war das erste Interview Wladimir Putins seit Beginn seines Aggressionskrieges gegen die Ukraine vor 716 Tagen mit einem westlichen Journalisten. Und ausgerechnet mit dem Trump-Kumpel und rechten TV-Moderator Tucker Carlson sprach der russische Präsident in Moskau. Das Gespräch war genau 127 Minuten lang und wurde über die soziale Plattform X zur besten Sendezeit in den USA ausgestrahlt. Putin versuchte dabei, Sorgen in der NATO auszuräumen, auch das westliche Bündnis anzugreifen. Er habe, so wörtlich, kein Interesse an einem Einmarsch in Polen oder Lettland. Allerdings sofort seine Einschränkung, wenn Polen Russland nicht angreife. Das Weiße Haus reagierte umgehend. Was Putin sagt, könne nicht ernst genommen werden. Mehr von Paddy Deise. Es ist das erste Mal seit dem Angriff auf die Ukraine, dass sich der russische Präsident Putin mit einem westlichen Journalisten zusammensetzt. Zwei Stunden lang steht er dem rechten US-Moderator Tucker Carlson Rede und Antwort und gibt sich, worum es auch geht, verhandlungsbereit. Wir sind nicht gegen eine Lösung. Diese endlose Mobilisierung in der Ukraine, die Hysterie, die innenpolitischen Probleme, früher oder später wird es zu einer Einigung kommen, erklärt Putin und ergänzt, die Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern werden sich wieder verbessern. Es wird lange dauern, aber die Wunden werden verheilen. Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? Denken Sie, die NATO befürchtet, dass sich dieser Konflikt zu einem Weltkrieg oder einem Atomkrieg ausweiten könnte? Das ist zumindest das, worüber Sie reden. Sie versuchen, Ihre eigene Bevölkerung mit einer imaginären russischen Bedrohung einzuschüchtern. Das ist offensichtlich. Denkende Menschen, Analysten, Personen, die sich mit realer Politik beschäftigen, also schlaue Leute, verstehen sehr wohl, dass das alles eine Täuschung ist. Sie versuchen, Angst vor der russischen Bedrohung zu schüren. Ich denke, die Bedrohung, auf die Sie sich beziehen, ist eine mögliche russische Invasion in Polen oder Lettland, Expansionsbestrebungen also. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, unter dem Sie russische Truppen nach Polen entsenden würden? Nur in dem Fall, dass Polen Russland angreift. Warum? Weil wir kein Interesse haben an Polen, Lettland und sonstigen Ländern. Das ist nur Panikmache, erklärt Putin seinem Interviewpartner. Es ist wohl kein Zufall, dass gerade Tucker Carlson von dem Kreml-Chef empfangen wurde, kritisiert der rechte Moderator doch die einseitig pro-ukrainische Darstellung, wie er sagt, vieler westlicher Medien. Er selbst sieht den Krieg und das westliche Engagement kritisch. Die Reaktion aus dem Weißen Haus auf das Interview folgt denn auch prompt. Der Nationale Sicherheitsrat der USA mahnte, nichts, was in dem Interview gesagt wurde, sei für bare Münze zu nehmen. Erinnern Sie sich daran, Sie hören Wladimir Putin zu, heißt es dort.